Frank Gust alias der Rhein-Ruhr-Ripper war einer der schlimmsten Serienmörder der deutschen Kriminalgeschichte. 4 Frauen soll er umgebracht haben, der 31-jährige Dachdecker aus Bottrop. In der letzten Folge haben wir Frank Gusts Kindheit beleuchtet und mit einem ehemaligen Ermittler der Mordkommission, seinem Strafverteidiger und der Kriminalpsychologin Lydia Benecke gesprochen. Offenbar gehörte es dazu, die Leiche möglichst entwürdigend zu drapieren. Das ist wirklich abartig. Ja. Unglaublich. Ich kann Ihnen versichern, dass ich bei weitem nicht so cool und anteilslos den Wirt wahrscheinlich wirkt. Wäre es aus Ihrer Sicht gerechtfertigt, Frank Gust irgendwo noch wieder in Freiheit zu lassen? Ganz klar ja. Ganz klar ja. Nein. Für mich müsste Frank Gust sein Leben lang weggesperrt bleiben. Nach den Morden an 3 jungen Frauen zwischen 1994 und 1996 ist Frank Gust noch immer auf freiem Fuß. Erst 2 Jahre später, im Jahr 1998, nach dem Mord an seinem 4. und letzten Opfer, wird er schließlich von der Polizei geschnappt. Erst durch einen Zufall kommen die Ermittler auf die Spur des Angeklagten, denn seine Mutter hat ein ausgefallenes Hobby. Der wichtigste Zufall bei der Klärung dieser Tat war die Tatsache, dass die Mutter unseres Beschuldigten Karten legt und immer wenn sie Karten gelegt hat, die Karte des Todes bei ihrem Sohn oben lag. Sie spricht ihn darauf an. Er sagt, er habe 1994 in Holland eine Anhalterin getötet. Die Mutter glaubt ihm das nicht. Doch sie erzählt die Geschichte beim Kaffeetrinken im Familienkreis weiter. Eine Verwandte ist beunruhigt, wendet sich an die Polizei und sie gerät an einen Beamten, der die Story von der Kartenleserin nicht vorschnell abtut. Guten Tag, Herr Gust. Als die Ermittler Frank Gust aufsuchen und ihn mit dem Mordvorwurf konfrontieren, folgt eine Überraschung. Auf der Dienststelle werden wir dann eine Speichelprobe von Ihnen nehmen. Das können Sie sich sparen. Ich war das. Ralf Büscher hat den Rhein-Ruhr-Ripper damals vor Gericht verteidigt und ist bis heute sein Rechtsanwalt. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Sie seinerzeit Frank Gust und dieses Mandat übernommen haben? Also er hatte wohl Interesse geäußert an einem Anwalt. Ich habe dann ein etwa 4 Stunden langes Gespräch mit ihm geführt über religiöse Fragen, über Chemiefragen, über psychologische Probleme. Mhm. Am allerwenigsten über die Taten. Ich hatte mir vorbehalten, die Verteidigung überhaupt zu übernehmen und er hatte sich vorbehalten, überhaupt einen Verteidiger zu beauftragen. Aber nach 4 Stunden eines interessanten Gesprächs haben wir uns entschlossen, die Sache gemeinsam durchzuziehen. 4 Frauen soll er umgebracht haben, der 31-jährige Dachdecker aus Bottrop, der seit heute in Duisburg vor Gericht steht. Mit mehr als einer Stunde Verspätung wurde der Angeklagte heute Morgen in den Gerichtssaal geführt. Sein Auftreten, so wie es die Ermittler seit Monaten erlebt haben, freundlich und unauffällig. Gegenüber der Polizei und einem psychiatrischen Gutachter hat der Mann zugegeben, 3 Frauen getötet zu haben. Vor Gericht wird dem Serienmörder allerdings ein 4. Mord vorgeworfen und nachgewiesen. Frank Gusts letztes Opfer ist seine angeheiratete Tante Gerlinde N. Sie war 45 Jahre alt. Das Bizarre, die beiden hatten ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, so sehr sogar, dass er ihr von seinen Taten erzählt haben soll. Und am Ende wird ausgerechnet sie sein 4. Opfer sein. Klaus Engler war Ermittler bei der Mordkommission in Duisburg und hat Frank Gusts Taten mit aufgedeckt. Das 4. Opfer von Frank Gust ist Gerlinde N., die eigene Tante. Das heißt, er hat sogar nicht mal Halt gemacht vor der eigenen Familie. Warum und wie kam es dazu? Innerhalb dieses Verhältnisses hat sie sich Ende 97, Anfang 1998 ihm mit ihren Schwierigkeiten in ihrer Ehe anvertraut und im Gegenzug hatte Frank ihr von seinen abartigen Handlungen berichtet. Von den Morden? Von den Morden. Also er hat sich ein zweites Mal mitgeteilt, jemandem in seinem Umfeld? Genau so ist es. Aber hier wurde ihm gedroht, diese Handlungen sofort einzustellen. Andernfalls drohte Gerlinde N. mit der Polizei. Ja. Das hat dazu geführt, dass Frank Gust nicht lange fackelte, einen Vermisstenfall vortäuschte und Gerlinde N. innerhalb von Hessen tötete. Das ist wirklich unglaublich. Den Leichnam hat er dann in einem nahen Waldgebiet auch
teilweise zerstückelt an verschiedenen Orten begraben und hat sie später wieder herausgeholt, an Futterstellen für Tiere abgelegt oder in der Eder entsorgt. Das ist wirklich abartig. Ja. Unglaublich. Bis auf die Leiche seiner Tante legte Frank Gust seine stark verstümmelten Opfer ganz bewusst an klar einsehbaren Orten ab. Er wollte, dass Passanten sie finden. Aus einem für ihn guten Grund. Lydia Benecke ist Kriminalpsychologin und kann mir Frank Gusts Motive erklären. Offenbar gehörte es dazu, die Leiche möglichst entwürdigend zu drapieren. Das ist einerseits natürlich eine Entwürdigung der Person noch im Tod und gleichzeitig erlangt er aber auch noch einen weiteren Effekt. Er weiß, die Person, die diese Leiche findet, die wird auch entsetzt sein. Mhm. Er hat also sogar noch über weitere Menschen Macht durch diese entwürdigende Art. Und offenbar war das in seinem Fall ein Aspekt, der für ihn relevant war. Also sowohl dieses Opfer so sehr zu entwürdigen, noch im Tod, als auch sogar andere Menschen noch emotional zu beschädigen, ihnen weh zu tun, wenn sie das dann sehen. Und schockieren schon fast. Ja, wenn er ihnen also emotional durch diesen Schock wehtut. Ja. Am 21. September 2000 fällt das Duisburger Schwurgericht das Urteil gegen den vierfachen Serienmörder Frank Gust. Das Urteil ist so ausgefallen, wie der Angeklagte sich das gewünscht hat. Er hat lebenslänglich bekommen. Und er wird auch, weil dieser Fall besonders schwer wiegt, in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden. Das also ist das Endergebnis dieses Prozesses. Der Angeklagte war heute, wie eigentlich auch schon im Verlauf des Prozesses, sehr ruhig. Und er hatte heute an diesem letzten Prozesstag keine Schwierigkeiten, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. So schrecklich wie die Tat war, so groß ist das Interesse der Medien. Kameraauflauf vor dem Tisch des Angeklagten. Noch vor Sitzungsbeginn stellt er sich den Kameras und, was sehr ungewöhnlich ist, auch den Fragen der Journalisten. Dabei wirkt er relativ unberührt, aber das, so sagt er, sei nur Oberfläche. Aber ich kann Ihnen versichern, dass ich bei weitem nicht so cool und anteilslos bin, wie es wahrscheinlich wirkt. Ich meine nur, dass meine Emotionen hier nichts zu suchen haben. Was ich getan habe, kann man nicht verstehen. Absolut nicht. Keine Chance. Frank Gust sagte selbst über sich, er müsste bis zu seinem Tod im Gefängnis bleiben, weil er sei zu gefährlich für andere. Diese Meinung hat er jetzt aber revidiert, er möchte wieder rauskommen. Sein Strafverteidiger bereitet jetzt schrittweise dessen Entlassung vor und wenn die genehmigt werden würde, dann kann es sein, dass er in einigen Jahren wieder in Freiheit kommt. Haben Sie denn aktuell schon die ersten Schritte eingeleitet, damit Frank Gust wieder rauskommen kann aus dem Gefängnis? Also wir haben Schritte eingeleitet für Vollzugslockerungen. Das fängt an mit selber kochen zu dürfen ab und zu, das fängt an arbeiten zu dürfen, vielleicht in einem anderen Setting als nur Wäscheklammer falten in der Zelle. Es fängt an, dass es begleiteten Ausgang gibt. Das sind erste Schritte zur Erprobung, wie er sich verhält, die am Ende theoretisch immer auf Entlassung gezielt sind. Also wäre es aus Ihrer Sicht gerechtfertigt, Frank Gust irgendwann auch wieder in Freiheit zu lassen, obwohl er über sich selbst anfänglich gesagt hat, er ist nicht therapierbar und man sollte ihn niemals rauslassen? Ganz klar ja. Ganz klar ja. Egal, was er vor 23 Jahren als Selbsteinschätzung gebracht hat, man würde ja sagen, er hätte in den 23 Jahren dazwischen nichts dazugelernt, nichts begriffen, nichts im Griff gekriegt. Man müsste gleichzeitig sagen, auch die Wissenschaft in der Psychotherapie hätte sich in 23 Jahren überhaupt nicht entwickelt. Mhm. Also nur weil er das mal vor 23 Jahren selbst so eingeschätzt hat, ist das kein Widerspruch, dass er grundsätzlich die Option offen hat, irgendwann wieder in Freiheit zu gelangen. Und dafür kämpfen Sie? Dafür kämpfe ich. Der frühere Kommissar Klaus Engler kommt zu einer anderen Einschätzung. Ich bin nach wie vor auch heute noch der Meinung, dass Frank Gust für die Allgemeinheit auch heute noch eine Gefahr darstellt. Das habe ich aber nicht zu beurteilen. Das müssten Psychologen, die ihn untersuchen, beurteilen. Und wenn jemand dafür seine Hand ins Feuer legt, bitte. Hat er das verdient? Eine zweite Chance? Nein, für mich müsste Frank Gust sein Leben lang weggesperrt bleiben. In den letzten 20 Jahren erhielt Frank Gust immer wieder Briefe und Liebesbekundungen von Frauen, die ihn aufregend und spannend fanden und ihn kennenlernen wollten. Und das trotz der Tatsache, dass er ein verurteilter Serienmörder ist. Wie lässt sich das psychologisch erklären? Eine Hypothese, die hier doch sehr naheliegend erscheint, wenn man sie definitiv auch dringend wissenschaftlich weiter prüfen sollte, ist, dass
viele dieser Frauen, die so ganz explizit solche romantischen Kontakte in Gefängnissen suchen, in ihrer eigenen Kindheit und Jugend sehr negative Erfahrungen gemacht haben. Häufig Gewalterfahrungen, auch mit körperlicher, emotionaler, sexueller Gewalt. Mhm. Und dass sich daraus eben eine sehr merkwürdige Strategie entwickelt. Einerseits, dass sie sich angezogen fühlen von jemandem, der Gewalt ausübt, weil das etwas ist, was sie von zu Hause kennen, von ihrem primären Umfeld. Und gleichzeitig, wenn diese Person in Haft ist, dann ist diese Person ja für sie gut kontrollierbar. Sie können die Beziehung kontrollieren. Sie entscheiden, ob und wann sie die Person besuchen. Sie entscheiden, wann sie Briefe beantworten. Sie entscheiden, ob sie etwas mitbringen oder nicht. Sie haben eine Position, in der sie Macht haben. Ja. Das könnte unbewusst für einige Frauen vielleicht die Motivation sein, genau solche Beziehungen mit genau solchen Personen dann zu suchen. Tatsächlich hat Frank Gust am Ende einer dieser Frauen geheiratet. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum er entgegen seiner anfänglichen Meinung, nie wieder entlassen werden zu wollen, jetzt doch in Freiheit kommen möchte. Ob das aber auch passiert, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Dafür müssten noch so einige rechtliche Hürden überwunden werden. Wie denkt ihr darüber? Sollte Frank Gust eine zweite Chance erhalten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf euer Feedback. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Like oder einen Kommentar da. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr Bock auf noch mehr True Crime Stories habt, dann schaut euch gerne auch nochmal den ersten Teil dieser Doppelfolge an oder auch die weiteren Filme meiner Kollegen.